Oh Gott, die zwei wieder. Ja. Aha. Was? Nein, warte. Okay, nein. Die bestellen, die kaufen wieder was im Dark Web und nach. Ey, stopp! Die Polizei, ich ruf die jetzt! Hallo, genau. Ich will gerade die zwei Leute kaufen im Dark Web ein. Ich würde das gerne melden. Was? Wie? Ich mach das nur, weil ich Angst habe, das Video anzuschauen. Hä? Hallo? Polizei? Ha? Aufgelegt. Ladies and Gentlemen, vor ungefähr einer Woche haben wir uns ein Video angeschaut, wo zwei Typen sich einen Clown im Dark Web bestellt haben. Wer nicht weiß, was das Dark Web ist, das ist quasi das böse Internet, wo alles Anonyme und alles Illegale verkauft wird. Die zwei Jungs trauen sich da rein und sagen, ey, wir kaufen jetzt ein Tier und anscheinend ist es sogar irgendein gruseliges Tier. Ich weiß nicht, was ihr da eingeschickt habt. Ey, guck mir an, ich mach Pipi wieder, Pipi in Hose, Pipi in Unterhose, Pipi auf T-Shirt, ich mach Pipi überall. Leute, ihr wisst, dass ich Pipi mach bei so Videos. Ich hab Angst, ich kann es nicht. Hör auf jetzt. Hey Siri, bestell mir neue Windeln. Wie immer die für erwachsene Leute, die extra saugfähigen sind, weil du ein Schisser bist. Psst, das muss nicht jeder wissen. Hör auf, hallo Siri. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Leute, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Bei 7777 Likes passiert absolut gar nichts. Es wirklich, ich brauche jetzt nicht Likes. Es passiert nichts. Hallo, jetzt haben alle Erwartungen. Jetzt denkt jeder, nein, der macht Spaß. Es passiert was. Es passiert nichts bei 7777. Ach komm, auf. Ich will nicht mehr. Oh Gott, also was haben sie vor? Ja? Okay, so this is the website selling the animals. Ah ja. Also sie sind auf einer Webseite? Oh nein, nicht Spinnen, hör auf! Hör auf! Was? Bro, nein. Wir haben verschiedene Modelle. Die dünne Spinne. Die... Was? Schweine essen eine Spinne? Black Goliath. Oh Gott, ich habe Angst. Ich hasse Spinnen. Also ist die größte Spinne, sie ist schwanger und ist, oh, okay, warte, bitte was? Können wir mal, warte, okay, das geht mal alles zu schnell. Hallo, hat jemand einen Schluck Wasser? Ich geb gleich um. Die wollen also jetzt eine Spinne kaufen und die wollen eine Spinne kaufen, die schwanger ist, fertig ist Eier zu legen, dass überall Spinnen in ihrem Haus rumlaufen und man soll sie nicht auf Kinder oder Haustiere loslassen, weil ansonsten rest in peace. Bestell mir bitte auch zwei mit. Hä? Warte. Hallo? Jungs? Warte, die zwei Jungs aus dem Video rufen mich gerade an. Was? Die Spinne ist entkommen. Wie bitte? Okay. Leute. Okay, ich werde Bescheid geben, ja? Gut, die Leute sind nur sicher, wenn sie diesen Kanal abonniert haben. Sonst wird diese Spinne heute Nacht um 3 Uhr nachts in ihr Bett krabbeln. Oh Gott, nein. Ich sag sie. Gut, Jungs, ihr habt gehört. Mädels, ihr habt gehört. Die Spinne ist entkommen anscheinend. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo oder jeder, der nicht abonniert hat, heute Nacht 3 Uhr nachts. Spinne unter eurem Bett. Ciao, Leben. Habt Spaß. Ich hab euch gewarnt. Okay, so. Zwei Nächte später. Sie haben es jetzt bestellt anscheinend. Bitte was? Das Paket ist angekommen. Mach nicht diesen. Oh Gott, nein. Gut, sie machen Tür auf. Und wir haben eine Box. Na gut, gut, wir können nach Hause gehen. Wir haben alles gesehen. Jungs, komm. Abfahrt. Hä? Also. Hä? Also, ja, nee, ich dachte, das Video wäre vorbei. Was? Ich habe keine Angst. Ich wollte aufstehen, weil ich dachte, es ist vorbei. Hm? Auf jetzt. Psst. Sie fragen, warum brauchen wir eine Kette? Ja, damit eine Spinne nicht aus der Box... Digga, eine Kette für eine Spinne! Gut. Oh, alles klar. Gut. Okay. Bro! Bro, pack bitte nicht aus. Bitte pack nicht aus, bitte. Hör auf. Wenn du mich magst. Ich weiß, wir kennen uns nicht persönlich. Wir haben uns noch nie gesehen. Ich habe schon einige Videos von dir angeschaut. Wenn du mich magst, pack nicht aus. Es kratzt an der Box, hört ihr das? Oh Gott, das will. Bro, ich dachte, wir wären Freunde. So ein Bruderverhältnis. Check. Wieso? Machst du trotzdem auf? Okay, das ist... Alles klar. Gefährlich Biohazard. Mit irgendwelchen römischen Nummern. Du hast die Box für die Spinne. Überall Warnung, alles klar. Gut, wenn du das aufmachst, bist du blöd. Wenn du das aufmachst, bist du einfach blöd. Dann bist du ein Gespinnerter. Ein Deppel. Ein Zipfelklatscher. Hodenkobold. Disbüsch. Schniedelwutz. Ich hab's gesagt, Schniedelwutz. Oh, er macht auf. Er macht trotzdem auf. Oh, Bro.
Digga, das Ding mit dem so ins Gesicht springen. Oh, oh. Oh, oh. I am a little bit more creeped out than this thing than I thought I would be. Do you want to like take out the webs and like look at this thing more? Oh, what is it doing down there? Yo, da ist echt was drin! Dude, get this thing away. Digga, da ist echt was drin! Ich dachte, da wäre jetzt nichts so fake, so, oh Gott! Gut, ab jetzt halte ich bei diesem Video 1 Meter Sicherheitsabstand, weil ich muss nur die Technik kontrollieren. Regie, haben wir alles? Läuft der Ton? Perfekt, Jungs. Okay, ja. Sie gehen jetzt schlafen, lassen die Kamera laufen und morgen früh gucken sie, was quasi die Spinne gemacht hat in der Nacht. Und jetzt sehen wir, was sie macht. Bruder, wie groß ist das Teil? Bro, das sieht richtig real aus. Guck mal. Digga. WTF, wie... Okay, das krabbelt, die krabbelt einfach nur rum, die Spinne, die ist riesig. We were shocked and horrified by what it did next. Warte, was? Sie sind schockiert, was er als nächstes gemacht hat? Hör auf jetzt! Oh nein. Hör auf! Bitte was? Die kann springen! Wieso kannst du springen? Okay, alles klar. Bro! Digga, das ist kein Spielzeug, guck mal. Der ist wie gut, ey. Das ist... Ist das echt? Ach du Heilige. Digga, die krabbelt raus. Sie krabbelt raus. Es ist Ende. Ihr seid vorbei. Oh. Bro, no way. No way. No way. Die ist echt rausgekrabbelt. Die ist really rausgekrabbelt. Die macht irgendwelche Soundeffekte. Krabbelt durchs Wohnzimmer. Baby. Yo, der größte Albtraum von jedem. Stellt euch vor, ihr schlaft nachts und eine Spinne krabbelt wirklich in euer Bett rein. So eine riesige. Das ist Ende im Gelände. Okay, Kamera geht aus. 3 Uhr. Immer 3 Uhr nachts. Ich hab's nicht gesagt. 3 Uhr nachts ist die Spinne unterwegs. Die kommt. Okay, es ist fast 4 Uhr nachts. Und er hat irgendwas gehört und ist aufgewacht, oder was? Gut, er guckt nach. Er sagt, ich guck mal, mein kleinen Glubschi-Glubschi, kleinen Schnuppi. Hallo, ich bin's. Mondmeister, Maggi. Ja, ich bin hier. Oh nein, geh nicht zur Spinne. Tu's nicht. Ich muss nur gucken, mir ist kalt, deswegen zieh ich meinen Pulli übers Gesicht, weil mir kalt ist. Hör jetzt auf! Wieso ist der so relaxed, Bruder? Da ist eine giftige Spinne in deinem Zimmer irgendwo. Okay, jetzt sieht's schon eher nach Panik aus. Ich wollte gerade sagen, Bro, BTF. Okay. Ah, die ist auf seinem Gesicht, Junge! BTF! Dreht sie um, schmeiß alles auf den! Sie hat Spinnenbeben im Mund. Yo, what's your mouth, dude? What's your mouth? Dude, yo, go wash your mouth. Get up, go wash your mouth. What's going on in the tank? I swear to God, bro, it escaped. BTF! Wash your mouth. Dude, what is that stuff? Nächste Nacht! Okay, guys, so it's the next night right now. Wir gucken, wie das jetzt passiert ist. Bruder, war eine Spinne auf deinem Gesicht, Alter! Die schauen sie selber an. Jetzt bin ich gespannt, ihre Reaktion. Ja, der sagt, wir konnten froh sein, dass das Ding nicht die Katze gegessen hat. Ist so. Yo, dude, look at that. What's it trying to do? Bro, WTF. Bro, just broke through. Yeah, I know, dude. We know, bro. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie eine leere Box oder irgendwie so, keine Ahnung, so irgendwas fake, so, aber... Bro, WTF, Alter. Nee, Digga, das ist, ich bin raus, eine Spinne. Oh Gott, das will und die, oh nee. Bro. Dude, do you think it was laying eggs? Digga. Dude, I have no idea what it was doing to you. Okay, I mean, I think we saw enough, right? Bruder, er sagt, ich hab genug gesehen. Ja, ich hab auch genug gesehen. You can feel the eggs in you. Er sagt, ich spüre irgendwas in meinem Mund. Oh, Bruder. Er sagt, ich brauche einen Ultraschall. Er sagt, es ist kein Spaß. Der rastet aus, der andere ganz cool. Ist doch nicht schlimm. I don't know, bro. It probably just was warm or something. Probably felt good for it to put his tail on there.
Dude, you think way too much about this. Oh nein, und die Spinne läuft immer noch irgendwo rum und heute Nacht wird sie zu mir kommen. Ich sehe es jetzt schon, Leute, ich bin vorbei. Tschüss, das war's, ich kann Abschied nehmen. Dankeschön, ich werde nicht mehr da sein. Nächstes Video seht ihr von der Spinne dann. Gut, die moderiert dann. Ich bin raus, meine Damen und Herren, wir schalten die Werbung. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben dabei. 7777 Likes, gucke ich mir noch so ein Video an. Okay, machen wir es so, ich will nicht mehr. Hör auf. Danke fürs Zuschauen, falls ihr neu seid, lasst ein Abo da, ihr wisst Bescheid, damit ihr safe seid vor dieser gruseligen Spinne. Und ja, checkt hier das letzte Video ab, klickt drauf, viel Spaß. Bro, ich wandere jetzt ganz kurz aus, ja. Hallo, ich würde gerne einen Flug nach Mexiko buchen. Was, da sind auch Spinnen? Gut, dann einmal bitte zum Mars. Yep, tschüssle.